Sehnsüchtigst haben wir drauf gewartet. Wir haben heute im Test einen 4K DLP Beamer aus dem Hause BenQ, der ja schon als Benchmark in der Klasse bis 3000 Euro gehandelt wird, mit einer unglaublichen Detailschärfe, mit sensationellen Farben und einer tollen Aufstellungsflexibilität. Umso gespannter bin ich also, wie sich dieser neue W5700 von BenQ heute im Video schlägt. Herzlich willkommen bei den Heimkinoraum Video News. Mein Name ist Christian Obermeier und herzlich willkommen in Peru, mag man hier schon fast sagen. Wir sehen hier gerade ein paar Clips von Jakob Schwarz und man hat hier schon fast das Gefühl, man liegt hier am Strand und sieht den Faultieren hier beim Klettern zu. Dieser Beamer, der bringt so ein unglaublich natürliches, realistisches Bild mit einer Farbpracht, mit einer Bildruhe und unendlich vielen Details in das heimische Wohnzimmer, beziehungsweise hier in das Studio, dass man es schier gar nicht für möglich hält, was möglich ist mit einem Beamer, der hier unterhalb der 3000-Euro-Marke liegt. BenQ nimmt das Thema Heimkino mal so richtig ernst und bringt diesen wundervollen neuen 4K-Beamer auf den Markt. Der 1800 Ansi-Lumen Lichtleistung bietet, eignet sich wirklich auch für hellere Räume wunderbar, der einen kurzen Input-Lag von 59 Millisekunden etwa aufweist, also fantastisch auch für Gamer, der Farben ins Wohnzimmer bringt, wie wir sie eigentlich nur vom Kino kennen. DCI Farbraumabdeckung zu 100%, das ist wirklich eine Sensation, gerade in dieser Preisklasse. Und darüber hinaus wird dieser Beamer in der Factory auf den Punkt kalibriert, und zwar einmal eben für den großen DCI Farbraum und zusätzlich für den klassischen REC 709 Farbraum, Dokumentation mit Seriennummer hier direkt mitgeliefert. Das sind also Dinge, die den Projektor einzigartig machen. Darüber hinaus liefert er aber eine unglaubliche Aufstellungsflexibilität mit einem großen Zoom-Bereich, mit einem Lensshift und allen Anschlüssen, die man sich wünscht. Hat man hier also ein wirklich absolut stimmiges Paket mit einem fantastischen Bild in den eigenen vier Wänden. Neben allen wichtigen Anschlüssen liefert der BenQ auch noch einen USB-Media-Reader. Hierüber kann man dann zum Beispiel Fotos oder Videos direkt per USB abspielen. Und sogar noch ein 12-Volt-Trigger ist hier mit an Bord, worüber man dann zum Beispiel die Leinwand automatisiert rauf und runter fahren lassen kann. Bei der Aufstellung, bei der Inbetriebnahme merkt man sofort, dieser Beamer, der fühlt sich im Wohnzimmer richtig wohl. Denn ganz atypisch findet man hier einen riesengroßen Zoom-Bereich. Das heißt, ich kann zum Beispiel bei einer 100-Zoll-Leinwand von der Linse zur Leinwand entfernt 3 Meter oder sogar stufenlos weiter bis 5 Meter knapp entfernt zum Bild stehen. Und das ist also wirklich außergewöhnlich bei Projektoren dieser Art. Zusätzlich kommt noch ein Lensshift. Das heißt, wenn man hier an diesen beiden Rädchen dreht, dann kann ich mein Bild auf der gegenüberliegenden Seite eben rauf und runter schieben und sogar links und rechts ist möglich. Der Projektor muss also nicht genau mittig gegenüber der Leinwand sein, er kann etwas außermittig stehen und man kann eben auch in der Höhe das Bild völlig verlustfrei übrigens hier über diesen Mechanismus sauber auf die Leinwand ausrichten. Und eine große Besonderheit hierbei, bei diesem BenQ, ist, dass das Lensshift, die Nullstellung quasi, in Bildmitte ist. Das heißt, dieser Projektor kann durchaus in ein Regal gestellt werden und bringt das Bild eben dahin, wo man es haben will. Normalerweise funktioniert das nämlich so, dass diese Projektoren so ausgelegt sind, dass sie nach oben projizieren, was ja auch oft den Leuten zugute kommt. Stellt man also den Beamer auf den Tisch, projiziert er leicht nach oben, bringt das Bild auf die Leinwand, dreht man den Projektor dann um und hängt ihn an die Decke, was mit dem Gerät natürlich auch möglich ist, dann projizieren die Projektoren eben schräg nach unten und das Bild passt auch wieder rein. Aber in der Regel kann ich einen Projektor, einen DLP-Projektor, dieser Art und Weise niemals in ein Regal stellen, weil er dann immer an die Decke projizieren wird. Mit diesem BenQ ist das möglich und das ist hier wirklich ein Highlight. Wichtig ist auch natürlich die Betriebslautstärke. Wenn man so einen Beamer im Wohnzimmer installiert, dann will man ihn ja am liebsten nicht hören. Der läuft jetzt hier gerade. Ich bin mit dem Mikrofon hier ja, nicht weit entfernt. Ich gehe mal ganz nah ran. Dann kann man das
hoffentlich hier auch gut über das Mikrofon hören. Der macht natürlich ein Betriebsgeräusch. Aber das ist ein Geräusch, das, wie formuliere ich das jetzt am besten, das nicht unangenehm ist. Denn es ist nämlich ein dumpfes Rauschen, eher ein niederfrequenter Ton. Kein hochfrequentes Fiepen, kein Surren oder ähnliches, sondern ja, ein konstantes, ich sag mal, ganz leises Brummen. Und das ist auch so leise, dass wenn man sich einen Film anschaut, dieses Geräusch sofort vergisst. Alles entscheidend ist natürlich die Bildqualität. Und ja, da muss ich echt sagen, ich hätte es ja nicht gedacht. Also BenQ, Hut ab. Ich hätte nicht gedacht, dass man das hinbekommt, einen DLP-Beamer für den Preis mit so einem unglaublichen Bild auszustatten. Man hat also hier ein 4K-Bild mit HDR, mit einer Detailtreue, mit Farben, mit DCI, echten Kinofarben im eigenen Wohnzimmer. Das muss man sich mal geben in dieser Preisklasse, die so natürlich aussehen, die ja so intensiv sind, wenn man jetzt hier also diese Grüntöne, diese Rottöne anschaut. Man hat unglaublich intensive Farben und gleichzeitig eine Natürlichkeit im Bild, die Hauttöne. Es ist also super stimmig und ja, eine Farbpracht, wie man sie eigentlich nur von Projektoren kennt, die in ganz anderen Preisregionen unterwegs sind. Gleichzeitig haben wir hier auch ein Thema Helligkeit. 1800 Lumen gibt BenQ hier an. Im reellen Bild haben wir hier ein Punch. Ein Bild für ein helles Wohnzimmer, würde ich sagen, kein Problem. Ganz besonders, wenn man das hier noch kombiniert mit einer schönen Leinwand, wie wir sie hier haben, mit einer Black Horizon, die hier nochmal ein Plus an Kontrast gibt und vor allen Dingen das Streulicht noch etwas absorbiert. Da bekommt man hier Ergebnisse hin, die hauen einen wirklich um. Also das macht richtig Spaß mit dem Beamer. Wenn wir uns jetzt hier ein paar schwierige Szenen noch anschauen, kontraststarke Szenen, zum Beispiel hier ein Sternenhimmel von Star Wars, dann kann man eben auch sehen, dieser Projektor hat einen richtig guten Schwarzwert. Das heißt, das ist ja die Kunst bei dem Projektor, schwarz möglichst dunkel auch darzustellen und gleichzeitig aber diese Sterne, die man hier sieht, leuchten zu lassen. Und die leuchten hier richtig. Also so soll das aussehen, so macht das Spaß. Man hat auch noch die Differenzierung, also man sieht hellere Sterne, dunklere Sterne. Es ist knacke scharf, so macht es Spaß, so kann man hier sich einen Film anschauen in einer fantastischen Qualität, so kann man eine Serie anschauen, ein Sportevent, so muss es sein. Also definitiv von uns beide Daumen hoch, BenQ, gut gemacht. Natürlich ist dieser Beamer schon vorab kalibriert und da freuen wir uns auch riesig, dass das endlich mal jemand schafft, dass die Farben auf den Punkt spielen. Ja? Spart uns nämlich einen Haufen Arbeit, wenn wir das selber machen. Aber Dinge wie die Schärfe zu optimieren, um eben noch Details zu mobilisieren, um dann die Texturen, Strukturen besser sichtbar zu machen, um die Bewegungsdarstellung zu optimieren, also sprich bei Kameraschwenks, beim Fußball, wenn der Ball schnell fliegt, dass da nicht schmiert, dass das sauber und flüssig bleibt. Das sind Dinge, die kann man noch optimieren fürs Gaming. Alle Regler im Prinzip so einzustellen, dass man eine die kürzestmögliche Reaktionszeit hat. Das sind die Dinge, die man hier durchaus noch optimieren kann und die hier durchaus auch noch einiges an Performance bringen. Und dafür gibt es unsere Heimkinoraum Edition. Das heißt, jeder Beamer, der bei uns gekauft wird, der wird einzeln ausgepackt, angeschlossen, geht durchgecheckt. Sind alle Pixel da? Ist die Optik scharf? Ist er auch in Ordnung, was die Lautstärke betrifft? Dann wird er sauber eingestellt. Und top zu der Kalibrierung quasi. Und erst dann wird er an unsere Kunden im Laden übergeben. Wer einen 4K-Beamer sucht, der eine außergewöhnliche Bildqualität liefert, der leise ist, der flexibel ist, der in fast jeden Raum reinpasst, der sich super eignet zum Gamen, der 3D-fähig ist, ja, der macht mit dem BenQ W5700 sicher nichts falsch. Das ist also in der Tat ein absolutes Highlight für 2.699 Euro. Unschlagbar preiswert, kann man hier an der Stelle ganz klar sagen. Bei uns exklusiv in der Heimkinoraum Edition komplett durchgecheckt, optimiert, eingestellt und mit dem entsprechenden Protokoll für Sie mitgeliefert. Diesen BenQ W5700, den gibt es natürlich bei uns zu kaufen unter unten stehendem Link. Den haben wir bei uns im Heimkinoraum vor Ort ausgestellt, vorführbereit und den können Sie natürlich bei uns auch im Laden direkt mitnehmen.
Kommen Sie also gern vorbei, verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck, vergleichen Sie den auch gern mit anderen Projektoren von Epson, von Sony, von Optoma etc. Die haben wir alle in unserer Demo. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.